du hast es geschafft. Ich meine, ich lebe in Los Angeles, du hast mich angeschrieben. Wir sitzen jetzt hier und wir machen das Interview. Das heißt also, du hast den Willen. Du hast es nicht aufgegeben. Du hast vielleicht noch nicht das Ziel erreicht, wo du hin möchtest. Aber du sagst dir, jetzt nehme ich die Sache selbst in die Hand und mach's was fürs Internet. Was soll ich auf die Leute warten? Ich nehme ein Mikrofon oder auch einen Kameramann, der leider heute nicht kann, und mach die Sache. Und interview die Leute und mach eine Geschichte und nehme ein Thema, das ja gut ist. Und wir haben ja viel darüber zu reden. Du hast jetzt nicht mehr auf andere gewartet, sondern du sagst, weißt du was? Warum soll ich warten, auf das andere Entscheidungen machen? Ich fühle, dass das ein tolles Thema ist und ich es machen möchte. Hey Leute, was geht ab? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich könnte diesem Mann wirklich stundenlang zuhören und ich glaube, ich habe meinen persönlichen Motivationscoach gefunden. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, das Ganze wirklich euch zumindest über eine Stunde anzuhören und zwar auf iTunes. Wir haben den Account freigeschaltet und somit sind alle Folgen von Scheitern für Anfänger hier auf iTunes zu finden. Und wenn ihr Bock habt, abonniert ihr direkt den, wie sagt man denn, Kanal, den Podcast. Abonniert doch den Podcast und lasst auch gerne eine Bewertung da, beziehungsweise eine Rezension. Hier könnt ihr das Ganze sehen und es mir gleich tun. Scheut euch nicht vor Feedback. Ich bin sehr gespannt, was ihr zu den bisherigen Folgen so zu sagen habt. Guckt gerne mal rein und dann wünsche ich euch viel Spaß mit der dritten Folge von Scheitern für Anfänger mit Schauspieler Ralf Möller.